Refluxkrankheit und Sodbrennen. Für viele Menschen ist es ein bekanntes Problem. Aufstoßen, Blähungen und/oder ein brennendes Gefühl hinter dem Brustbein oder in der Speiseröhre. Alle diese Symptome werden im Allgemeinen durch Reflux verursacht. Beim Reflux, was wörtlich Rückfluss bedeutet, fließt Magensäure aus dem Magen zurück. Die Refluxkrankheit ist weltweit verbreitet, aber in der westlichen Welt kommt sie häufiger vor als in anderen Regionen. Dies hängt wahrscheinlich mit der Ernährung, dem Lebensstil und der Fettleibigkeit zusammen. Die Speiseröhre entleert sich durch eine Öffnung im Zwerchfell, Diaphragma, dem Muskel, der die Brust- und Bauchhöhle voneinander trennt, in den Magen. Im Magen wird die Nahrung zerkleinert, sodass sie in kleinen Stücken in den Darm gelangt. Hier werden die Nährstoffe dann wieder gefiltert, um sie an das Blut und die Zellen weiterzugeben. Um diese Zerkleinerung zu ermöglichen und mit der Nahrung mitgeführte schädliche Bakterien abzutöten, wird im oberen Teil des Magens Magensaft zugeführt. Alle 24 Stunden werden etwa 1,5 Liter Magensaft von speziellen Drüsen produziert. Diese Produktion setzt ein, sobald wir etwas essen, aber auch, wenn wir die Nahrung nur sehen oder riechen. Der Magensaft besteht aus mehreren Substanzen, von denen die wichtigsten Salzsäure, Schleim und Verdauungsenzyme sind. Das Innere des Magens ist daher mit einer dicken Schleimschicht ausgekleidet, um zu verhindern, dass die Magensäure den eigenen Magen angreift. Es treten Beschwerden auf wie ein stechender oder brennender Schmerz hinter dem Brustbein, saures Aufstoßen, Reizung oder Entzündung der Speiseröhre. Was kann man dagegen tun? In sehr seltenen Fällen, bei sehr schweren Symptomen, ist eine Operation ratsam, bei der in der Brusthöhle befindliche Teil des Magens in die Bauchhöhle zurückverlagert wird. Abnehmen, falls das Gewicht zu hoch ist. Ein zu hohes Gewicht erhöht den Druck auf den Bauchraum. Das Rauchen aufgeben. Mäßiger Alkoholkonsum. Das Kopfende des Bettes ein wenig höher stellen. Vorsicht bei fettigen, scharfen Speisen, Koffein, Schokolade und kohlensäurehaltigen Lebensmitteln. Einnahme von Magensäurehämmern. Zu den Magensäurehämmern gehören Medikamente, die unter die Rubrik Antazida fallen, wie Reni-R, Malox-R und Gaviscon-R. Diese Medikamente neutralisieren die Magensäure und wirken sehr schnell, meist innerhalb von 5 Minuten. Leider ist die Wirkung nur von kurzer Dauer. Nach weniger als 1 Stunde lässt sie nach. Andere Antazida sind die sogenannten Histamin-2-Rezeptor-Antagonisten, H2RA, wie Zantac-R. Sie reduzieren die Säuresekretion, indem sie die Zellen blockieren, die die Magensäure produzieren. Da sich der Magen an diese Medikamente gewöhnt, sind sie nicht für eine langfristige Anwendung geeignet. Daher werden häufig PPIs, Protonenpumpenhemmer, verschrieben. Es handelt sich dabei um Medikamente, die auch ohne Rezept gekauft werden können und im Allgemeinen nicht von der Krankenkasse erstattet werden. Bekannte Namen sind Omeprazol und Pantoprazol. Sie reduzieren die Produktion von Magensäure. Wenn Sie Reflux-Symptome haben, sollten Sie nicht länger damit herumlaufen, sondern Ihren Arzt aufsuchen und um Rat fragen. Wenn Sie Fragen zu Antazida haben, wenden Sie sich an Ihren Apotheker. Mehr über die Refluxkrankheit erfahren? Lesen Sie unseren Gesundheitsblog.